Hallo und herzlich willkommen. Heute möchte ich gerne zwei Entsafter für euch testen. Einmal einen Handbetrieb, das ist von der Firma Lorch. Den habe ich gebraucht, gekauft übers Internet, über irgendein Forum, was ich jetzt nicht näher nennen möchte. Und dann habe ich noch aus einem Katalog einen Entsafter, wo man quasi oben nur reinsteckt und dann die Maschine selbstständig dreht und unten der Saft rausläuft. Jetzt aber erstmal zum Handbetrieb, und da ich es selber noch nie gemacht habe, bin ich gerade selber unglaublich gespannt, was dabei rauskommt, und ich hoffe, euch macht der Test genauso viel Spaß wie mir. Und dann schauen wir mal, was das Ergebnis davon ist. Okay, los geht's. Jetzt bin ich mal gespannt. Wie gesagt, ich habe das auch noch nie selber gemacht. Und dann fangen wir mal mit einer Karotte an. Ich muss erst mal gucken, in welche Richtung man das hier überhaupt... ich glaube so. Okay. Also, da kann man sich auch so ein bisschen das Fitnessstudio sparen, weil, jetzt läuft sie hinten gerade raus, das ist bestimmt nicht gewollt. Ja, so ist das, wenn man irgendwas zum ersten Mal benutzt, dann geht eben auch mal was schief. Ich glaube, ich habe das einfach nicht richtig eingesetzt. So. Oder es ist rausgerutscht. Jedenfalls läuft jetzt hier hinten leider irgendwie der Saft raus. Das ist ja irgendwie nicht so hübsch. Oder soll das so? Ne, ich glaube nicht. Ich gucke gerade nochmal in die Bedienungsanleitung. So, ich habe jetzt also nochmal hier gelesen. Auffangding sie hier falsch drunter gestellt. Ich denke, jetzt sollte es gehen. Ich kurbel dann mal weiter. Also, es liegt sicherlich auch daran, dass die Höhe hier an diesem Stehtisch nicht optimal ist. Einmal mit der Hebelwirkung natürlich, wenn das weiter unten ist, besser zurechtkommt. Aber wir geben ja nicht auf. Wir quetschen ja trotzdem weiter. Also hier an der Seite kommt schon Saft raus. Das einzig Nervige ist tatsächlich, dass man hier immer aufpassen muss, dass diese Öffnung, dass hier dieser Becher drunter steht. Ansonsten glaube ich tatsächlich, dass mir das gut gefällt vom Ergebnis. Also selbst mit links, haha, geht es gut. Jetzt hat sich ein bisschen festgeklemmt, aber durch den langen Hebel hier ist das echt keine schlechte Quetsche, sozusagen. So. Ein paar Stücke haben wir noch, es ist doch eine schweißtreibende Angelegenheit. Aber Karotte ist natürlich auch so ziemlich das Härteste, was man sich aussuchen kann, um so einen Test zu machen. Aber mit Tomaten kann es ja jeder. Und mich interessiert ja tatsächlich auch mal das harte Gemüse. So. So mit diesen kleinen Stücken und mit der rechten Hand das in diesen Trichter rein fuddeln und mit der linken Hand drehen. So funktioniert das ganz gut. Und wenn es dann doch mal schwerer wird, kann man ja auch mal mit der Hand, die einem stärker ist, hier noch so ein bisschen nachdrücken. Ich habe noch drei Karottenstücke.
also das hier mit dem Becher ist tatsächlich so ein bisschen schwierig, wie ich finde. Aber das Ergebnis überzeugt mich jetzt schon, wenn ich ehrlich bin. Ja. Und so. Okay. Ich glaube, naja, kommt noch was raus. Man sieht es ja vorne am Trester, dass sich hier noch was tut. So. Noch den letzten Rest hier raus. Okay. Hab ein bisschen rumgesaut, aber für 3 Karotten finde ich das Ergebnis schon mal echt gut. Jetzt mache ich hier ein bisschen sauber und dann sehen wir uns gleich zum Thema Tomate wieder. So, da sind wir wieder. Diesmal mechanischer Tomatenentsafter nur mit Sauerei und Neuanstrich der Küche funktioniert. Deswegen bin ich jetzt umso gespannter, wie das aussieht. Ich habe hier 3 kleine Tomaten. Die viertel ich mir, einfach um so ein bisschen diese Matscherfahrung mir zu ersparen. Dadurch, dass man die ja aber hier händisch reindrückt. Mir fehlt noch ein Schüsselchen. Heißt es, glaube ich, einfach nur kurbeln. Vielleicht hat sich jetzt auch gerade schon die Düse hier, diese Auslaufdüse, ein bisschen zugesetzt. Muss mal gucken. Nö. Von diesen kleinen Kernen vielleicht. Was ich gerade mir vorstellen könnte, dass wir hier einfach ein kleines Problem haben, weil wir zu viele Kerne in diesen Tomaten haben. Das ist halt der Nachteil von ordentlichen Bio-Tomaten. Die haben nämlich auch noch Kerne. Also da ja so gut wie gar kein Trester mehr rauskommt, gehe ich davon aus, die Düse ist verstopft. Mal schauen, wie wir das Problem jetzt gelöst bekommen, weil hier, glaube ich, einfach weiterdrehen nichts mehr bringt. So. Viel Trester ist nicht übrig geblieben. Habe ich aber auch nicht anders erwartet. So. Irgendwie ungut. Schade, schade. Weil hier unten, ich mache mal die Kurbel ab. Hier hinten, es läuft nicht raus. Okay, also wenn man es dann wieder rückwärts dreht, dann schmeißt er doch alles wieder raus. Dann bin ich jetzt gespannt. Sieht sehr sämig aus, dadurch, dass ich jetzt so lange gedreht habe. Bin sehr gespannt,
Also hier ist natürlich viel mehr auch im Entsafter an Rückständen als bei den Karotten, was auch klar ist. Es ist ja kein luftdicht abgeschlossener Raum. Ich glaube, viel mehr kriegen wir jetzt hier auch gar nicht raus. Es kommt nochmal so ein, man sieht das auch, ne? Es wird zurückgedreht. Das ist dann doch eher nur Schale. So, naja, aber für 3 Tomaten finde ich eine ziemlich gute Ausbeute. Es kommt dann, um den Vergleich auch zu haben, wieder in dasselbe Typ Glas wie das andere. Ups. Und da ich jetzt keine Lust mehr auf die rote Beete habe, weil das dann doch eine ganz schöne Sauerei gibt, wasche ich jetzt den erstmal aus und dann gibt es den Vergleich mit Karotten und Tomaten mit dem elektrischen Entsafter. Dem elektronischen Mixer, ich habe gerade mal geschaut, ich habe hier, glaube ich, gar keine Markenbezeichnung gefunden, doch Gourmet Max heißt der. So, den schalten wir mal ein. Und dann wird es auch schon laut. Klar ist, dass das jetzt natürlich vom Zeitaufwand innerhalb von 5 Sekunden dreimal eine Karotte zu entsaften natürlich kein, also definitiver Pluspunkt ist gegenüber der Handmaschine. Dafür braucht man aber eben auch Strom. Jetzt gucke ich nochmal, dass wir ja auch alles an Saft auch rausbekommen, wie beim anderen. So, ich vermute fast, dass die Karotten etwas größer waren, obwohl ich ein Stück abgeschnitten habe, als beim anderen. Also wenn ich die beiden jetzt mal im Vergleich setze. Elektronisch und handentsaftet ist schon ja fast das Doppelte, würde ich jetzt mal sagen. Ich mache jetzt erstmal die Tomaten. Und den erstmal sauber und dann wird am Ende entschieden, wer hier das Rennen gewinnt. So, Teil 2 zum Tomatenmassaker. Ich habe das schon ein paar Mal gemacht und deswegen müssen wir jetzt in Etappen saften, damit ich hier nicht neu streichen muss. Also maximal quasi 2 halbe Reihen anmachen. Ausmachen, warten, bis es ausgedreht hat und dann die nächsten. Weil sonst durch die Zentrifuge unten das alles wieder hochspritzt. So, das war Tomaten entsaften Teil 2. Ich glaube, auch hier hat dann doch die Maschine über die menschliche Entsafterhand gesiegt, weil wenn ich so die 2 Größenverhältnisse mal vergleiche, denke ich dann doch, dass die hier mehr rausholt. Jetzt gucke ich nochmal mit dem Trester, dass wir den auch vergleichsmäßig hier wieder reinpacken. Also
Also hier gibt es natürlich mehr Teile sauber zu machen und es ist auch aufwendiger als bei dem Lurch. Das kann ich euch schon mal sagen. Da man aber natürlich Zeit spart, weil der insgesamt schneller entsaftet, glaube ich, trotzdem einen umweltfeindlicheren Sieger gefunden zu haben für mich, weil ich ja ein Oberküchenfaultier bin und die Zeit dann doch ein wichtiger Faktor ist. So. Dann räume ich hier noch ein bisschen auf und dann sehen wir uns gleich wieder zum finalen Schlusswort sozusagen. Bis gleich! So, Auswertung der Karottenentsaftung. Das ist das Glas, was ich händisch ausgequetscht habe. Und das ist das Glas von der Maschine. Vom Trester her, also ich glaube, hier sieht man den Unterschied dann schon. Das ist schon um einiges quasi mehr rausgequetscht worden, als wenn das von der Hand, also die Maschine. Vom Trester her allerdings muss ich sagen, das ist das Maschine, also es gehört dann so. Das von der Maschine ist halt feiner, das ist grober, aber von dem Nasssein-Faktor nehmen sich beide nicht viel. Hätte ich gedacht, dass da der Unterschied gravierender ist. Man kann aus beiden jetzt noch prima Cracker machen. Und ich glaube, ja, also so vom Endergebnis, es ist jetzt nicht unglaublich viel weniger, aber so ein bisschen schon. Dauert natürlich länger. Aber gut, kommen wir erstmal zu den Tomaten. Maschine, handgepresst. Also hier finde ich farblich den Unterschied schon echt extrem. Das sieht schon eher nach einem natürlichen Tomatensaft aus, ja, der handgepresste, wohingegen diese, naja, ich sag's mal, durchgematschte Saftdings halt tatsächlich irgendwie nicht mehr wirklich natürlich aussieht. Das dem Geschmack tut das natürlich keinen Abbruch. Wenn ich jetzt zwischen den zwei Gläsern wählen müsste, ich würde mich dann doch tatsächlich für das Handentsaftete entscheiden, weil es mir von der Konsistenz doch irgendwie besser gefällt. Der Trester gibt es in dem Handgequetschten weniger, wie ich finde, als in dem ja, mit der Maschine gemachten. Also ich denke, so wenn ich so die Gläser mit den Saftproben mir anschaue, der Trester ist ja im Prinzip nur zweitrangig. Also es liefert beides gute Ergebnisse. Ja, für, ich sag mal, einen Investwert von ungefähr 30 Euro kann man bei beiden definitiv nicht meckern. Ich glaube, ich persönlich würde mich hingegen trotz allem für den Alltag, für die Maschine entscheiden, weil es einfach so schnell geht. Ja, wenn ich mir überlege, wie lange ich für den Karottensaft gebraucht habe, das war tatsächlich richtig Arbeit. Wohingegen innerhalb von 5 Sekunden 3 Karotten durchgesaftet mal wirklich gar kein Problem ist. Was natürlich interessant ist für Leute, die Gräser entsaften, weil da tatsächlich der Lurch, der handbetriebene, sehr, sehr gut sein soll. Ich zeige euch auch gleich mal warum. Und zwar kann man das am Aufbau ganz gut erkennen. Ich habe hier mal, hab da mal was vorbereitet, eine Schüssel voll Entsafter. Ach so, eine Sache noch. Es gibt hier doch tatsächlich so eine Lock-Funktion, dass eben dieses Teil obendrauf nicht verrutscht. Also das, was bei mir vorhin passiert ist, wo ich gesagt habe, das finde ich jetzt nicht so schön.
Wenn man die Bedienungsanleitung richtig lesen würde, würde man das also auch ausmerzen können. Somit ist das kein Kritikpunkt mehr, den ich gelten lassen kann. Aber ich wollte euch eigentlich mal zeigen, warum das so gut auch für Kräuter ist. Und zwar wird so gemahlen, ja, und die zwei Mahlwerke sind halt schon, also der ist auch gut schwer, ja, das ist schon gutes Material, das ist richtig stabil und kann natürlich dadurch viel feiner und ich glaube auch viel besser das Ganze entsaften als jetzt meine Elektroentsaftungsmaschine. Also ich denke für so eine, für Feinschmecker, ja, und Leute, die halt tatsächlich back to basics gehen wollen, ist der Lurch die bessere Wahl. Für alle Oberküchen-Faultier-Fans, wo es eben auch mal schnell gehen soll, würde ich dann doch den aus dem Katalog oder online oder wo auch immer man die kaufen kann, empfehlen mit Strom. Gibt jetzt kein besser oder schlechter, haben beide ihre Vorzüge. Ich glaube allerdings, dass es immer noch eine gute Alternative ist zu einem Hochleistungsentsafter, der ja dann doch einige 100 Euro kostet. Und von daher würde ich jetzt sagen, lasse ich mir meine Säfte schmecken und wünsche dir ja viel Spaß beim Nachmachen, Ausprobieren und Rezepte kreieren. Also bis dann, mach's gut, tschüss!